Willkommen unter Lu, Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einer Folge ETR2 auf der neuen ProMod 2.15 und im Anhang auch die neue RussMap 1.71. Beide Maps haben wieder ein Update bekommen. Die RussMap wurde jetzt auf den neuen Patch 1.26 angepasst und die ProMods 2.15, von der ich eigentlich gedacht habe, okay, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das mit dem Vive La France DLC zusammenarbeitet auf der ProMods, ist dann doch jetzt schon relativ zügig gekommen. Wir schauen uns das Ganze auch einmal kurz auf der Weltkarte an. Wir kennen noch die Version 2.12, auf der wir da in der letzten Zeit unterwegs waren, und da klaffte in Frankreich hier unten ein riesiges Loch noch auf. Das ist jetzt geschlossen. Wir sehen hier auch den ganzen Vive La France DLC-Bereich. Plus natürlich hier unten das, was von der ProMods noch dazu ist, ne? Barcelona. Ihr seht, da waren wir auch schon mal. Da ist die Streckenführung schon erkundet. Aber der Weg dahin, der ist verschwunden. Der ist jetzt durch das Frankreich-DLC ersetzt, durch das Vive La France-DLC. Nicht mehr überschrieben wie in der Version 2.12, nein, mit dieser neuen Version der ProMods. Da können wir jetzt auch das Vive La France DLC nutzen. Wir schauen hier mal in den Kartenbereich so ein bisschen rein. Wir sehen, das geht verdammt weit nach oben hier auf der ProMods. So weit nach oben, dann wo geht denn die Fähre hin? Ah, fast bis zum Nordpol kommen wir jetzt schon hoch. Das Ganze hier auch in Reykjavik, interessante kleine Straße hier. Ja, es hat sich viel getan. Auf der ProMods sind auch wieder ein paar kleine Städte mit dazugekommen. Jetzt mit der Version 2.15. Aber ich glaube, wir wollen nicht so viel gucken. Wir wollen das Ganze jetzt erleben, würde ich mal sagen. Ich habe mir auch einen Auftrag natürlich jetzt schon angenommen. So. Maschine an. DAF läuft. Dann wollen wir uns mal aufmachen zu unseren ersten Kilometern auf der neuen ProMod 2.15. Und ich hoffe, wenn wir da gleich ankommen, ist der Auftrag auch noch da. Nicht so wie beim letzten Mal, ne? Da habe ich mich so gefreut, eine Tour nach Island nämlich zu kriegen. Und was war? Der Zeitraum war abgelaufen, um die Tour aufzunehmen. War nicht freundlich. Ich hatte mich so gefreut. Tja, wir starten natürlich jetzt auch wieder in Kopenhagen. Immer wenn die Map ein Update hat, dann stellt sie uns auf einen sicheren neuen Untergrund. Das ist dann meistens unsere Heimatstadt. Das ist Kopenhagen. Düsen wir also ein bisschen zu unserem Auftrag. Wir müssen hier zu IKEA auf der ProMods in Kopenhagen. Da steht unser Trailer. Ich habe mir da natürlich wieder einen besonderen ausgesucht, aus dem Penguin Cargo Pack. Der ein oder andere von euch wird ihn bestimmt dann schon kennen, der ist schon etwas länger dabei. Aber für mich ein etwas besonderer Auflieger, sage ich mal, weil da wurde Sigi alias Penguin mal durch eins der Videos inspiriert und hat dann dementsprechend den Trailer danach gebastelt. Der eine oder andere weiß jetzt wahrscheinlich schon, was auf ihn zukommt, aber ne, IKEA ist ja gar nicht so weit hier weg. Ne? Wir müssen ein bisschen, glaube ich, außerhalb fahren, hier in Kopenhagen. Die Firmen hier auf der ProMods in Kopenhagen gut verteilt. Die liegen hier nicht gleich alle im Stadtzentrum. Nö, schön ins Industriegebiet bitte fahren, heißt es hier auf der ProMods. Na, die Ampel springt doch bestimmt gleich wieder um. Oder auch nicht. Glück gehabt. Tja, so ein bisschen beeilen müssen wir uns auch. Das ist hier immerhin früh morgens in Kopenhagen. Kurz vor 5 Uhr morgens hier Ingame-Zeit. Und das heißt, hier setzt dann auch gleich der guten Morgenverkehr ein. Ne? Oh, das. Ich hätte jetzt gesagt, okay, euer Ehren, es war rot. Das Spiel ist so freundlich und sagt, okay, war noch dunkelgelb. Darf's weiterfahren. Kostet dich nichts extra. Gott sei Dank. Ne? Gott sei Dank. Wir wollen ja so ein bisschen die Knete hier auch nach wie vor im Spiel zusammenhalten. Irgendwann soll es ja auch mal für einen richtigen LKW reichen. Bremsen! Duff, Mensch. Ein Skandal.
fast nicht gebremst. Dabei bin ich noch vorher noch extra in der Werkstatt gewesen, damit wir hier die ersten Kilometer auch mit einem top gepflegten LKW hinter uns bringen können. Sag mal, eine lange Rotphase. Hier ist gleich der guten Morgenverkehr. Seht zu, dass wir hier alle wegkommen. Ich möchte noch vorher meinen Auflieger haben. Meine Damen. Geht doch, ich wollte schon aussteigen. Ich wollte schon gegen die Ampel hier treten, damit sie umspringt. Oh, guck mal. Werbung für den Euro-Truck. Der Kollege vor uns hat es auch nicht so eilig irgendwie, ne? Der hat wohl keine wichtige Terminfracht und er ist auch nicht so versessen auf Terminfracht, habe ich das Gefühl. Du hältst aber schön die Kreuzung frei, das muss ich dir mal sagen. Das kennt man ja so gar nicht von der KI, dass die hier so freundlich den Kreuzungsbereich frei halten. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Du musst nur noch mal die Ampel umspringen. Also, jetzt wäre schön, oder irgendwann, weil das heißt hier die ersten Kilometer, ne? Und nicht die ersten Rotphasen auf der neuen Promos. Der fährt aber auch eiskalt durch, ne? Naja. Mache ich auch auf zur nächsten roten Ampel hier. Mich das, was ich so befürchtet habe, ne? Jetzt setzt hier mich der guten Morgenverkehr ein, jetzt kommen wir hier nämlich gleich alle nicht weiter. Hoffentlich ist unser Auftrag auch gleich noch da. Aber vor dem Auftrag setzt der ETS2 Gott nochmal eben eine rote Ampel. Ach, das ist ein Trick. Ich hätte jetzt gedacht, das ist hier einspurig in jede Richtung. Augen auf beim Brillenkauf, sage ich mal. Kollege war so freundlich, hat uns nochmal durchgelassen. Schönen guten Tag. Ich finde ja die Zufahrt zu Ikea hier auf der Promos extrem schön. Ne? Also zumindest in Kopenhagen. Da ist das nicht mal gleich hier so an die Straße geklatscht. Nein, da muss man schon noch ein Stückchen, ne, und dann erstmal gucken. Hier müssen wir rein. Kann man glatt dran vorbeifahren. Ah, siehe da, da sind wir doch schon. So, dann gib mal her hier. Wir hätten gern mal unseren Auflieger. Ja, da ist er. Dunkel, sage ich nur. Dunkel. Eine gute alte Folge, wo ich mal auf der Ungari-Map unterwegs war. Das war auch eine schöne Folge. So, wo ist er denn? Da steht das Schmuckstück. Huh, einer hat das Licht ausgeschaltet. Wer das nun wieder war? Also ich war es nicht. So. Aufgesattelt. Und dann wollen wir mal mit dem guten Tukül-Kram uns ganz langsam auf den Weg machen, damit wir wirklich noch ein paar schöne Kilometer hier auf der neuen Promo 2.15 sehen und nicht nur Kopenhagen. Ist aber auch ein schöner Trailer, oder? Das muss man ja aber auch mal so sagen. Tukül! Machen wir mal schnell ein Bild von. Und dann machen wir uns auch wirklich jetzt auf zu unseren ersten Kilometern hier über die Map. So, hier rum, alle stehen lassen. Da wird schon keiner kommen. Oh. Das mochten die Reifen jetzt bestimmt nicht so gerne da hinten vom Auflieger.
Das ist ja mal Service hier. Auch noch eine grüne Ampel. Gleich gefolgt wieder von einer roten. Ja, wenn Kopenhagen eins hat, ne, dann sind es rote Ampeln. Da steht mal fest. Aber auch Kopenhagen werden wir dann bald hinter uns haben und dann geht es auf die Strecke. Na, hier nochmal wieder runter. Eieiei. Und ab auf die Autobahn dem Sonnenaufgang entgegen, denn das läuft doch nun wirklich gut. Und dann fahren wir schön Richtung Süden erstmal, weil wir natürlich auch neugierig sind. Also ich bin dann neugierig, gebe ich ja zu. Wir kommen jetzt nicht direkt bis an Frankreich ran, aber ziemlich gut, zumindest schon mal mindestens kommen wir bis zu den Niederlanden. Na, und von da ist es dann ja ein Katzensprung quasi rüber in das Vive la France DLC. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob da die Promons vielleicht auch noch so ein bisschen Hand angelegt hat. Ob sie da wirklich schon das DLC teilweise mit überarbeitet haben oder ob sie einfach nur ihre Straßen jetzt dementsprechend angepasst haben. Ihr Streckennetz von der Promons mit dem des Vive la France DLCs. Aber das werden wir rausfinden. Da fahren wir einfach hin und das gucken wir uns dann auch einfach an. Klingt nach einem Plan, nicht wahr? Klingt nach einem Plan. So, Tempomat rein bei 90 Sachen. Lass ihn laufen, den guten alten DAF. Auf zu 9 Kilometern auf der neuen Promo 2.15. Damit der DAF mal ein paar Kilometer hier wieder auf den Tacho kriegt, sind ja erst 6600. Gerade mal so ein bisschen eingefahren hier der DAF. Natürlich erstmal wieder Richtung Fähre auf dem Weg machen. Upp. Bisschen sportlich mit dem Kühlauflieger unterwegs, stelle ich gerade fest. Ja, wir machen uns auf jeden Fall erstmal wieder auf Richtung Fähre. Jacquelinchen, buch schon mal die Fährtickets. Oh. Und Onkel Lugi, Pseudo-Blinken, bleib mal auf deiner Spur. Mhm. Kann ja mal passieren. Auf jeden Fall läuft die Map wieder sehr, sehr sauber. Also keine Schwierigkeiten beim Laden gehabt. Einfach die Ladereihenfolge zusammen mit der Rus-Map wieder eingehalten, wie bei den Vorgängerversionen. Nichts Neues dazugekommen. Einfach aus dem Modrot rausgenommen, die neuen Teile eingesetzt und lief auf Anhieb 1A beide Maps zusammen. Sowohl also die Promos und auch die Rus-Map in ihren neuen Versionen auf dem Patch 1.26. Butterweich. Ohne irgendwelche Probleme. Bin schon wieder ein bisschen schnell unterwegs mit meinen 90 Sachen hier, ne? Ich wundere mich auch schon, warum ich so gut an den PKWs vorbeikomme. Oh Gott, eine Schaukel. Wenn hier auch nur 70 erlaubt ist, ist man halt zügig unterwegs, nicht wahr?
an dieser Stelle dann auch nochmal Dankeschön an Josef, der mich mal wieder spontan darauf hingewiesen hat, dass die ProMod schon wieder eine neue aktuelle Version jetzt hat. Josef, mein kleiner Spion, vielen Dank dafür. Ich hätte da wirklich noch nicht mit gerechnet, weil das, was ich beim letzten Mal gelesen hatte, sollte das angeblich ja noch eine ganze Weile dauern. Aber das war so ein bisschen überraschend, ne? Quasi ein kleines Weihnachtsgeschenk der ProMods-Entwickler. Da haben sie gesagt, hier zu Weihnachten, ne? Da spendieren wir euch allen nochmal eine schöne neue Version der Map. Habt ihr gut hingekriegt, muss man ja mal ehrlich sagen. Ne? Freundlich spendieren sie uns zu Weihnachten dann nochmal eine neue Version ihrer Map. Hat mich persönlich sehr gefreut. Denn jetzt kann man dann halt auch gleich das Vive la France DLC nutzen. So, wir fahren wieder schön durchs Tor durch, ne? Suchen uns unseren kleinen Parkplatz. Jacqueline, schön, hast du dir Ticket schon? Hast du schon, dann können wir ja gleich drauf fahren. Mach's gut hier. Wir dürfen gleich drauf. Wir haben Online-Tickets. Auf geht's zur Fähre. Nur nicht ganz so schnell drauf fahren, sonst schaukelt das hier gleich wieder. Ich werde so schnell seekrank. So. Einmal die Tickets bitte vorzeigen, Jacquelinechen. Und dann wollen wir mal ab nach Puttgarden. 45 Minuten mit der Fähre fahren. Da lohnt es sich ja nicht mal mit der Jacqueline Gentile in der Kabine zu verschwinden. Bei 45 Minuten. Sehr. Hello, good old Germany. Wir sind wieder da. Treiben wir uns erstmal ein bisschen auf Deutschlandstraßen mit den schönen deutschen Autobahnkreuzen hier rum. Wenn wir die Ausfahrt hier wieder finden. Und wir nehmen die hier hinten. So. Ich muss sagen, der Tuköl-Auflieger macht sich schon schicki da hinten im Spiegel. Und dann ab Richtung Hamburg erstmal. Hamburg, meine Perle. Da seht ihr mal, wie ich mich über die neue Version der ProMod schon wieder freue. Ich fange sofort spontan wieder das Singen an. Schon schön. Hamburg geradeaus. Hamburg, ich komme. Wart auf mich, ich bin gleich da. Und wenigstens fahren wir dann auch wirklich mal ein paar erste Kilometer hier auf der neuen ProMods. Ne? Das ist also nicht nur der Videotitel, hallo, sie ist da. Nein, wir fahren auch direkt da drauf ein paar Kilometer. Schön entspannt durch die norddeutsche Ebene hier. Mit norddeutschen Baustellen. Komm, Kollege, das ist also ganz so schüchtern musst du hier nun nicht durchfahren. Wir haben doch alle eilige Terminfracht. Ach, jetzt kannst du Gas geben, ne?
Kaum siehst du mich in deinem Rückspiegel richtig, da gibt er Gas. Komm, keiner darf. Den holen wir uns. Der hat doch keine Chance gegen uns. Er sollte auch keine Chance gegen uns haben, weil da vorne müssen wir gleich abbiegen. Darf, oder? Müssen wir doch nicht? Müssen wir? Nee, wir müssen nicht, oder? Oder? Navi? Nee. Puh. Ich hätte jetzt schon gedacht, es könnte eng werden. Eng. Aber nach Hamburg geht's doch weiter geradeaus. Alles gut. Schneiden wir mal ein bisschen den Weg ab. Guck mal, eine französische Ente fährt hier wieder. Vive la France, sage ich nur. Vive la France. Kollege lässt mich wieder rein. Würde da gerne wieder rüberziehen. Tust du nicht, ne? Ist dir egal, dass ich da geblinkt habe. Aber der Kollege ist wegen so freundlich, macht jetzt ein bisschen hier einen Abgang. Der will bestimmt zum Containerhafen. Der will zum Hamburger Hafen seinen Container abgeben. Grüß mir den Hafen. Kennst eine Abkürzung hier, ne? Über Moorfleet. Wir müssen ja geradeaus weiterfinden. Wir wollen ja nicht Richtung Berlin. Hamburg Zentrum und dahinter der Parkplatz von Hamburg, Bremen. Immer geradeaus. Jacquelinechen, irgendwo da hinten ist Hamburg. Ich kann es riechen. Schon wieder sehr sportlich in den Kurven. Ich würde mal sagen, bevor das hier noch sportlicher wird und weil wir hier eh gerade in der Nähe von Hamburg sind, mache ich hier so eine kleine Nostalgiepause. Ne, Jacquelinechen, freust dich auch, dass wir wieder auf der neuen Pro-Mods unterwegs sind? Ich auch. Und dieser Bombensensation, dass die Promods jetzt in der Version 2.1.5 da ist und wir hier die ersten Kilometer auf hier schon gefahren sind, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.